So. Auch wenn wir nicht wissen, ob die Hellebarde jetzt verflucht ist oder nicht, aber damit wird Minsk leben müssen. Und der Bär ist tot. 640, 50 Erfahrungspunkte. So viel zu der gnädigen Ursa. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. So, und Jahira hat immer noch ihr Level ab. Und Imun auch. So, jetzt speichern wir kurz ab. Und schauen uns mal die Level an. Was könnte Jahira gebrauchen? Ah, Jahira hat bisher nur die Knüppel benutzt, ne? Dann geben wir ihr doch jetzt mal... Speere haben wir noch nicht allzu viele gesehen. Aber Großschwerter benutzen die anderen alle schon. Also geben wir immer Speer. Und sie hat neue Priesterzauber. Ha, genau, Stufe 2 Priesterzauber. Da haben wir Rindenhaut, das ist höhere Rüstungsklasse. Das sind Lebenspunkte, Bären. Gesinnung erkennen kann Girugon schon, auch wenn das ziemlich häufig vergisst. Tiere bezaubern, Fallen entdecken. Fallen finden, ja. Feuerschutz, Gift verlangsamen. Gift verlangsamen kann Dünner hier. Und Flammenschwert. Nehmen wir mal Flammenschwert. Weil manche Gegner können ja nur von magischen Waffen getroffen werden. Und davon haben wir noch nicht allzu viele. Also allzu viel Nützliches auf Stufe 2 nicht wirklich zu finden beim Druiden. So, Immun, Stufe höher. Du kriegst jetzt Geschosswaffen. Ja, es müssen auch Armbrüste sein. Und dann erhöhen wir nochmal Schlösser öffnen. Um 10. Und List, also verstecken. Auch nochmal um 10. Okay, und jetzt machen wir uns mal dran, das Dorf hier zu plündern. Also nicht plündern, wir sind ja gut und so, ne? Haben zwar gerade eine ganze kleine Zivilisation ausgelöscht, aber wir sind rechtschaffend gut. Ja, das mit der Gesinnung ist echt so eine Sache. Weil die haben uns zuerst angegriffen und werden auch allgemein als böse bezeichnet. Aber natürlich haben die genauso auch Kinder, die haben genauso gut Beziehungen untereinander. Aber naja. Da sollte man nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, sonst macht kein Rollenspiel mehr wirklich Spaß. Oh, Trank. So. Und gleich haben wir uns da ein bisschen Schmuck. Schon 3000 Gold. Wir könnten uns das Schild jetzt holen, hätten immer noch einen Puffer. Und wir haben jede Menge Zeug zum Verkaufen. Kann man hier irgendwo rein? Nanu, was war das? Oh, ein Kamikaze-Quart. Zack. Oh, okay, wir haben doch noch nicht das ganze Dorf getötet. Ja, versucht sich da einer ranzuschleichen? Nee, nee, komm weg. Jetzt? Ich meine, es können ruhig noch ein paar kommen. Die geben mir gut Gold und Schmuck und Tränke und so. Da versteckt sich noch eine. Wenn die mal alle am Anfang kommen und wären nicht gleich nach dem ersten Tod weggelaufen, hätten sie vielleicht sogar ein bisschen Schaden verursachen können. So. Und alle schön zusammenbleiben. Das müsste es eigentlich gewesen sein mit diesem kleinen Dorf. Hm? Geht's hier noch weiter? Ja, aber es gehört nicht zum Dorf. Gucken wir hier. Die tragen wohl alle ihre Habseligkeiten nur bei sich und nicht irgendwo zu Hause in den Kisten.
Aber ein recht idyllisches Dörfchen. Also, abgesehen von den ganzen verstreuten Leichen inzwischen, aber... Noch eine Hütte, noch eine Hütte. Das war ein richtig großes Dorf hier. Schrei, schrei. Wo bist du? Da bist du. Oder hier. Ja, das war das Dorf der Xwarte. Komisch, dass man nicht vorher irgendwie reden konnte. Aber vielleicht, wenn man einen bösen Charakter spielt, kann man irgendwie mit denen was ausmachen. Das könnte natürlich sein. Aber gut, ich erforsche mal den Rest des Gebietes. Oder auch nicht. Hier kommt schon jemand. Sieh mal einer an. Eine nette Abenteurergruppe. Eine nettere Abenteurergruppe habe ich hier noch nie gesehen. Aber so wie ihr aussieht, seid ihr nicht besonders gut ausgerüstet. Ach, doch, inzwischen geht's eigentlich. Da habt ihr aber Glück gehabt. Ich kann all eure Probleme lösen. Ich habe hier eine riesen Auswahl an Tränken und Schriftrollen. Damit haben wir in letzter Zeit irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht. Alle zu vernünftigen Preisen. Es tut mir leid, aber wir brauchen im Moment wirklich nichts. Ihr wisst nicht, was ihr da verpasst. Wahrscheinlich verpassen wir nur wieder irgendwelche Tränke, die unsere Fähigkeiten auf 3 runtersetzen. Also unsere Attribute. Das ist schon okay so. So, jetzt lege ich weiter die Karte auf. Könnte auch noch was sein. Direkt vor dem Dorf. So einen kleinen schmalen Weg nach oben. Auch von Xwarten bewacht. Mal schauen mal. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Bärin da mitten im Dorf gelebt hat. Die wird irgendwo eine Höhle haben. Hier war nirgendwo einer. Obwohl, da könnten wir auch nochmal gucken. Schauen wir kurz hier oben nach. Naja, das ist alles offen. Da wird nicht plötzlich mitten in der Pampa eine Höhle rumstehen. Also, schauen wir da mal hin. Wie viele Xwarte haben wir jetzt eigentlich getötet, so über den Daumen gepeilt? 2 Dutzend? 3 Dutzend? Oh, weia. Ja, locker 3 Dutzend. Ah, wusste ich's doch. Hier ist eine große Höhle. Hoffen wir mal, dass es die einzige Bärin war. Und nicht so ein Papa-Bär da drin jetzt auf uns... Ja, nicht so ein Papa-Bär da drin jetzt auf uns lauert. Weg, 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 weg. Ah, wenigstens sind sie nur normal gestorben. Und nicht so ein Backtod, wie Shahira erleiden musste. So, dann Minsk, sammel mal die Überreste von deinem Frauchen auf. Armer Kerl. Aber sein Hamster kann ihn trösten. So. Tränke, Pfeile. Die Pfeile kannst du immer. Er braucht schließlich ein bisschen Platz hier. Die Kugeln kann sein Köcher. So. Das heißt, unser nächstes Ziel ist dann wieder Naschkel.
zu unserem Lieblingstempel. Im Moment, guck kurz nach Fallen. Gerugon guckt sich weiter um. Naja. Na gut, schauen wir mal, was hier drin ist. Oh, zwei magische Gegenstände. Und ein Trank. Und was für ein Trank haben wir da? Feuerschutztrank. Schön, schön. Haben wir jetzt einen Feuerschutztrank, einen Frostschutztrank. Haben wir bald alles abgedeckt. So, das muss aber Minst noch tragen, sonst ist alles zu viel für unseren kleinen 15-Stärke-Krieger. So. Jetzt aber raus. Und dann gehen wir hier nach oben, gucken, ob noch ein anderes Gebiet da freigeschaltet wird. Und sonst gehen wir zurück nach Nashkel, verkaufen erstmal alles, wiederbeleben Düner hier und schauen danach, was wir als nächstes machen. Denn was Ingame-Spielzeit angeht, sind wir jetzt schon seit, ich schätze mal, einer Woche dabei, die ganze Umgebung hier abzukleppern. Weil allein von einem Gebiet zum nächsten zu gehen, dauert ja schon 12 Stunden. So, alle da. 1, 2, 3, 4, 5 sind wir ja nur noch, ne? Und neues Gebiet, ja oder nein? Zwei neue Gebiete. Okay, und das liegt näher dran an Nashkel. Also ja, ab nach Nashkel und dann in das Gebiet, was näher dran liegt. Oh, okay. Gehen wir darum. Ja, da fällt mir ein, dass wir Nashkel auch noch nicht ganz erforscht haben. Das muss auch noch auf unsere Liste. Das Heldenleben ist schon nicht einfach, dass man so alles zu erledigen hat. Aber wichtigsten Sachen zuerst. Na nun, waren ja nicht mehr immer Stadtwachen. Also diese amnischen Soldaten. Das sind wohl gerade alle in Taverne. Hm? Hey, geht mir aus dem Weg, ihr ewig stinkender Schwachkopf. Und der Rüpel ist immer noch da. Der Dummschwätzer. Ja, du mich auch. So, wir verkaufen aber mal zuerst und gehen dann zum Tempel. So, Gerugon, du bist schön charismatisch, sprech du mal. Das ist wirklich ein schönes Fell. Ach, habe ich ja ganz vergessen. Das Fell von dem weißen Wolf. Er scheint wirklich jeden davon zu nehmen, den wir bekommen. Und nicht nur einen einzigen. Also wieder 500 Goldmünzen. Na, wir werden ja noch richtig reich. So, das kann alles weg. Das kann auch weg. Perle, 100 Goldmünzen. Ja, ist schön. Die Sachen behalten wir alle und Immoin hat den ganzen Schmuck, ne? Ja. Kleiner Langfinger. So, fast 4000 Goldmünzen. Dafür werden jetzt mal 200 für die Wiederbelebung draufgehen, aber trotzdem. Das heißt, wir holen uns jetzt mal das Schild. Da, 2400 kostet es nur noch. Wahrscheinlich, weil wir inzwischen so einen guten Ruf hier haben. So. Das ist gekauft. 1500 haben wir noch. Und jetzt werden sie alle müde. Was auch ziemlich verständlich ist. So, minus 3 haben wir vorher. Minus 4 haben wir jetzt. Obwohl, wir sollten das vielleicht ein bisschen verteilen, weil Khaled hat noch. Ja, okay. Khaled bekommt das magische Schild. Und wir sollten ihm nochmal eine Plattenrüstung kaufen. Minsk und Gerugon haben ja schon eine. Da ist Khaled als nächster dran. Gucken wir mal kurz, ob er noch eine hat. Ne, hat keine mehr. Ah, wir können auch ein paar Steine kaufen, nur für den Fall. Weil Düner hier hatte nur noch 3 Stacks. So. Jetzt aber... Auch wenn wir eigentlich erst unsere Kameradin hätten wiederbeleben sollen, aber wie gesagt, es soll ja kein striktes Let's Roleplay sein.
So, ab zum Tempel und unterwegs gucken wir uns mal neue Grabsteine an. Ich bereue nichts. Verstehe ich nicht den Witz. In ewiger Erinnerung, Marcia. Tiere sind wir, damit wir nicht zu Tieren werden. Verstehe ich auch nicht. So, ja, wagemutige Abenteurer. Das sind wir wohl, wenn wir immer wieder sterben. 200 Goldmünzen. Und sie darf sich auch wieder anziehen. Das, die Steine. Und die magischen Sachen können wir erstmal bei Minsk lassen. Ich meine, sie kann sie eh noch nicht identifizieren. Denn es ist egal, wer es trägt. Die Keule bringt uns eh nicht viel. Die werden wir wahrscheinlich eh verkaufen. Weil die benutzen ja alle Schwerter. Sie kann keine Keulen tragen, sondern nur diese Knüppel. Ja. Und Minsk ist eher unsere Zweihänder. Also Zweihandschwerter, Zweihandhalbarden wie das hier. So, und die Schleuder sollte sie noch anziehen. Die Rüstungsklasse 10 ist echt übel. Normalerweise haben Magier wenigstens eine hohe Geschicklichkeit. Sie hat gar nichts. Aber dafür Konstitution 16. Naja. Unsere Helden sind alle müde, also gehen wir mal in die Gaststätte. Schlafen uns gut aus, heilen hoch. Und dann geht's weiter. Ich will es ja nicht hinaufbeschwören, aber wo ist Nuba? Oh, da sind noch wenigstens ein paar Soldaten. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. Vielleicht haben wir ihn endlich abgehängt. Das wäre doch mal was Schickes. Gorain wäre auf eure Taten stolz. So, Freunde. Kein neuer Attentäter. Bitte kein neuer Attentäter. Und? Scheint gut auszusehen. So, wir möchten schlafen. Ganz lange schlafen. Einmal noch kurz einen Heilzauber für Dinner hier. So. Also, Händler wiederbelebt. Frisch ausgeruht. Perfekter Zeitpunkt zum Speichern. LP 19.